Willkommen zurück. Heute probiere ich was Neues. Zwei Spuren, ich habe sie angesprochen. Oder ich werde es in Zukunft im nächsten Video ansprechen. Dass ich jetzt mit Audacity mal versuche, wie das funktioniert und ja, dass ich nicht ständig so leise bin. Weil doch die Töne echt schlecht durchkommen bei mir. So, dafür muss ich auch bei mir ein bisschen leiser machen. So. Ach, das ist ein Krampf. Das kann man sich nicht vorstellen, was da für Arbeit drin steckt teilweise. Jetzt kann ich nämlich Ton aufnehmen, also mein Gebrabbel hier. Und Audio separat vom PC, vom Game. Und natürlich Video auch. Das heißt, ich habe dann zwei Audiospuren, einmal mein Gequatsche und einmal in-game. Ich glaube, so machen das die meisten YouTuber. Das ist das Einfachste. Das heißt, ich höre jetzt den Ton über meine Kopfhörer und ja. Ton über Kopfhörer und ach, das ich hab dich gar nicht reinkommen gehört. Quatsche läuft. Du willst wahrscheinlich Jagdzubehör. Ja, wie auch immer. Ich habe hier welches. Ja, ich finde die Schuhe geil. Auf Wiedersehen. Müsste gehen mich vorher an der Stelle gerade eben schon. Einfach weil ich schon mal eine Probe auch nochmal machen musste. Wie es funktioniert. Ja, und bis jetzt läuft es ganz gut. Bin mal gespannt, wie lange auch das dir mitmacht. Bevor, ja, entweder er aufhört aufzunehmen oder weil ich habe jetzt auch keine Anzeige im Monitor, der aufnimmt. Das wird echt lustig, glaube ich. Aber okay, jetzt kann ich wenigstens mein Gebrabbel lauter machen. Sodass ich im Vordergrund bin. Und ich kann das Mikro weiter weglassen vom Mund, dass ich nicht die ganze Zeit, reinatme. Das war eigentlich das Hauptproblem, was ich hatte mit der ganzen Sache. Gut, aber jetzt bin ich hoffentlich auch in den Vordergrund, wenn ich es eingestellt habe. Das heißt, ich muss auch die Spiele nicht mehr leiser machen. Ja, war cool. Na gut, ich werde es erst bei einer Folge aufnehmen. Und dann sehe ich, ob es geht oder nicht. Was bist du denn? Geh weiter! Jetzt schreien die auch nicht mehr so laut. Das ist richtig geil. Denke ich. Euch wird's gefallen. Ach ja. Diese verwickelten Wege überall. Ja. Ja. Muss ich halt doch treffen, ja. Der stimmt immer noch wie ein, was weiß ich, 10-Jähriger. Naja. Wolfenstein. Kann ich den Vogel hier auch abschießen? Das ist echt gut getarnt, hä? Na komm. Da, da. Den da. So, guck mal, was hier oben hingeht. Das ist eine Hülle. Yay! Da kriege ich da bestimmt. Bestimmt, Spektralmagie. Irgendwann. Naja, sehen wir gleich. Eine Wolfshöhle. Nee, das Problem mit dem Reinatmen, das habe ich ja schon länger. Und jetzt habe ich halt das Mikrofon mal ein Stückchen weggedreht von der Nase und auch vom Mund. Und ja, ist halt der Ton halt so leise. Deswegen jetzt hier wirklich die endgültige Lösung, wie es funktioniert. Dann brauche ich nicht mehr so brüllen. Dann mache ich mich einfach lauter. Und schon 4 Minuten aufgenommen. Hey! Wahnsinn. Gut, das Errichten geht eigentlich recht schnell. Ich habe einfach nur umgestellt auf Mikrofon und beim Nvidia Experience umgestellt von laut Mikrofon auf aus, dass ich nur Bild habe. Da habe ich jetzt unten in der Ecke so ein kleines grünes Dingelchen. Ich will das Zeug mal mitnehmen, was meint dann? Na komm. So einen kleinen grünen Knubbel, der so sagt, ja komm, Aufnahme läuft. Aber hat kein Mikrofon mehr. Und ich denke, dass es vielleicht sogar ganz gut ist so.
Also die großen Jungs, die dann sehr sagen, ja, warum hast du es nicht gleich am Anfang gemacht, aber... Ihr habt doch keine Ahnung davon. Sagt ja keiner. Aber jetzt langsam wird's. Man lernt dann hier aus. Trollbeinschienen. Da ist nix. Niemand. Nur ein Steinstapel. Sakus. So, wann es sein soll. Sekunde, ich muss mal kurz das Bild ändern auf dem anderen Monitor, weil dann sehe ich das. Das ist nicht ganz so hell. Falls jemand wundert, warum ich jetzt gestern diese. Gestern? Ja, stimmt, gestern. Die Zugfahrt geteilt habe, das ist für meinen. Ja, für meinen Vater. Er hat gemeint, ich soll ein paar Fotos machen, währenddessen ich einfach. Okay. Da Fotos meistens verschwommen sind, habe ich einfach ein Video gemacht. Vielleicht doch ein bisschen unterhaltsamer als, als nur trockene Fotos. Und wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, ich habe es ja auch schon mit dem GEMA-Video gemacht damals, dass ich einfach sage, okay, ich mache einfach ein Video. Spielen wir gar nicht lang rum. Okay, war ich fertig. Aber weil es einfacher ist. Wolfenstein! Die hat echt eine Reichweite, die Eber. Das ist Wahnsinn. Also zum Triggern meine ich. Gut, die Werfer sind auch nicht besser. Blöde Frage. Sagt mir mal, was ich machen soll. Ich bin zu überlegen, ob ich diesen neuen Car-Mechaniker-Simulator mal testen soll. Manchmal so. Meine alten hatte ich ja eh gespielt, aber halt ohne Video. Und Jurassic Park mit 55 Euro natürlich auch. Tolle Ansage. Die machen echt viel zu viel Werbung, meiner Meinung nach. Aber es hat ganz gute Kritiken, also bis jetzt. Deswegen bin überlegen. Ich denke, ich hätte den Mechanik-Simulator nehmen. Der Mechaniker. Weil da komme ich ja nicht mit dem Turbinator irgendwie in die Quere. Der ja schon eh schon immer gut. Jurassic Park. Oh oh, ich sollte mal ein Stückchen laufen. Bin eh viel zu fett. So lieb, dass er gewartet hat. Trollhaube. Ernsthaft, Trollhaube. Eberstein. So, vielleicht schaffen wir es ja diesmal ein bisschen schneller durchzukommen hier. Ich denke mal schon. Ich habe jetzt zwar keine Karte offen, wo ich sehe, wo ich lang muss, aber. Auf jeden Fall stärker und kann schneller laufen. Das ist echt schlimm, ich will schon wieder schreien, obwohl ich gar nicht schreien muss. Weil es für mich immer noch so laut ist. So, jetzt haben wir mal den ganzen Klumpatsch rein. Schon wieder Klumpatsch, gell? Das ist furchtbar. So, hier war nichts weiter, okay. Weiß auch für mich, ich bin mal 3D anmachen, vielleicht das ein bisschen besser ist. Also für mich auf jeden Fall, für euch weiß ich nicht. Für dich. Klingt's ein bisschen besser. So, hier geht's auch noch weiter. Irgendwie zumindest. Anscheinend geht's da wirklich weiter. Ja, da werden wir sicher rundherum kommen, dass ich wieder hier rumsteuere wie ein Bekloppter. Das wird manchmal super, wenn ich was trinke, gell? Ah, das kann ich ja theoretisch rausschneiden. Das ist halt nur... Ja.
Es wird jetzt recht lustig, dann die Tonspur auch übereinander zu legen mit dem Bild. Weil es doch relativ unterschiedlich läuft mit der Geschwindigkeit. Was ich so gehört habe. Naja, werden wir sehen. Jedenfalls sehr viel mehr Zeit beim Schneiden brauchen. Das ist mir schon klar. Das bis jetzt habe ich ja nur 3 oder 4 Teile, was waren, nur 10 Minuten ungefähr, in eine Zeitlinie gebracht und vielleicht nie die lauter gemacht oder leiser. Dann gerendert und hochgeladen. Ja, das habe ich nicht bis jetzt. Und jetzt muss ich ja die Tonspuren angleichen. Also. Könnte interessant werden. So, und da unten die Ecke habe ich jetzt nicht, gell? Wie viel ist denn das? Nicht allzu viel, aber da oben geht es ja auch noch weiter. Ich gehe erstmal in die Höhle. Ich denke mal, dass die Höhle eh endet. Natürliche Höhle, ja. Das ist echt grausam. Was so komische Wege teilweise. Den Ring kann man mitnehmen und die Handschuhe. Das brauche ich eigentlich nicht. Das ist eh nur Klump. Ganz still auf einmal. Gut. Dann hätten wir das hier auch. Bin nur froh, dass es mal Tag ist hier. Weil in der Nacht das hier alles durchzulaufen, das ist ja gar nichts mehr. Hey, Wölfe. Dass es nicht viele sind oder so. Na gut, dass sie nichts aushalten. Ja. Fällt mir verschreckt gar nichts mehr ein. Ich kann eigentlich nur sagen, dass hier ein Brunnen ist. Kann eigentlich nur sagen, dass ich heute noch 3 Folgen aufnehmen müsste, um halt über die Woche zu kommen. Beziehungsweise eigentlich brauche ich nur 3. Das Problem ist halt, dass ich nicht raustappen kann, was ich meine. In jedem Spiel kannst du raustappen, aber aus Titanquest geht das irgendwie nicht. Naja, vielleicht geht es auch noch irgendwie raus.
Und irgendwie nach der Folge jetzt erstmal kurz Pause machen, irgendwo im Brunnen. Und dann mal reinhören, wie es geworden ist. Und tja. Dann sehen wir schon, oder? Da muss ich gucken, ob die Soundaufnahme auch läuft oder ob die schon rausgekommen ist. Weiß nicht, ob Audacity irgendwie eine Längenbegrenzung hat für Aufnahmen. Oder ob mir die Festplatte langsam zuläuft. Alter, wo kommen die denn alle her? Es ist ein bisschen was Asynchrones, gell? Verzeiht mir. Das tut mir dann wirklich furchtbar leid. Das heißt doch asynchron, oder? Ja. Unsynchron gibt's ja nicht. Ja, wo soll ich denn jetzt weitergehen, Leute? Ganz ehrlich. Trolllager. Ich geh jetzt mal hier. Jetzt habe ich gestern mit der Far Cry 5 gespielt. Ich mittendrin. Ja. Hat aber aufgehört. Ja, und das doch wieder gefunden. Wundervoll. Ich meine, das jetzt ruckelt, warum auch immer. Hab ich ja schon festgestellt, aber. Dass er mich einfach rausschmeißt, wenn ich in den Kopf wieder rumfliege. Das habe ich nicht ganz verstanden. Einfach überlastet, vermutlich. Egal. So. Wir sind bei. Oh, ist bei 42 Minuten, dann haben wir noch ein bisschen. Dann vergisst es. Dann mache ich noch ein bisschen. Ich muss mich ein bisschen angewöhnen, mehr auf die Zeiten zu achten. Das sind doch die, die wieder Kinder kriegen, wenn sie sterben, gell? War das nicht so? Ja. Die vermehren sich durch Zellteilung, oder wie war das? Nee. Was war das? Irgendein Biologe weiß das bestimmt, der kann es auch runterschreiben, wie sich das nennt. Ja. Wenn die draufgehen und dann sich teilen. Das gibt's da glaube ich auch. Oh, gute Nacht. Kannst du bitte aufhören? Wo ist man da? Hier bin ich. Naja, drum weiter. Trollbeinschienen, Knochenbrecher, Panzer. Ach ja. Relativ viel Geld dabei. Gold. Nicht Geld, Gold. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Es ist schön bei meinen Eltern, aber. Muss ich sagen. Stau ist irgendwie ziemlich öde. Ich kann da nichts machen. Hier kann ich wenigstens ein bisschen die Wohnung aufräumen. Oder halt am PC sitzen oder einkaufen oder was. Irgendwas kann man immer machen in der Wohnung. Mit meinen Eltern bin ich meistens nur, ja. Auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. Naja. Vielleicht mal Spüler ausräumen oder Müll wegbringen. Einkaufen. Was halt anfällt, aber. Hier kann ich doch deutlich mehr machen. Ich könnte. Schlitter Stacheln, Großraum der Intelligenz, ja, Wims hilft. Ich gehe mal hoch, mal gucken. Oh, okay, das war der Bär. Unsere goldenen Sicheln sind mehr als nur ein Symbol.
goldenen Sicheln. Die waren doch irgendwo, gell? Ich erinnere mich, da war irgendeine komische Quest, die ich nie abgeschlossen habe, glaube ich. Ich glaube, es regnet. Ja, es regnet. Dann laufen sie jetzt ein bisschen strange aus. Funktioniert super. Mann, 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 Mann. Die goldene Sichel. Finde ich in Juno wieder. Was? Schön ins Questler gucken. Okay. Sollte man hinkriegen. Ja. Das ist ein blöder Zauberer. Ja, und tschüss. Wusste ich's doch. Ja, die Trolle. Die bösen, bösen Trolle. Die ist echt ein bisschen stark. Rechts rum, links rum. Was kommt denn da noch? Ist ja seltsam. Komm ich da hier? Da komme ich durch. Jemand. So, der war auch noch. So, jetzt haben wir hoffentlich alle. Alter, fast 100.000. Krieg ich mal da zurück. Und da ist natürlich keine Sau. So, hier haben wir auch noch einen. Will ich wieder nicht. Ach ja. Da nichts, dort nichts, hier nichts. Na, 5 Minuten haben wir noch. Ja. Ja, kommt alle. Das Stück ist nach wie vor sehr, ja, wild. Warum auch immer. Ja. Sie können direkt den Schaden noch einnehmen. Gold, 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 Gold. Ach, Leute. Menschenopfer? Da ist Blut. Warum läuft der jetzt auch immer so schnell? So, jetzt war nichts mehr. Nee. So, jetzt müssen wir rausgehen, wo der Riesentroll ist. Oh.
Ich hätte mir gleich ein Portal machen sollen. Vielleicht einfacher gewesen, ja. Ach ja. Ob der hier drin ist? Ja. Nur gutes Geld, wenn wir kommen. Vollkönig? Alter. Jetzt wird es dir gegen... gegen's mehr kämpfen. Es wird einfach nicht weniger. Diese Wirbelkeulen sind so nötig. Ja. Also, der Dicke. Ein coolen Angriff. Ich habe Angstzustände. Nehme ich mit. Wo ist er? Hey, Dicker. Ist echt stark. Das Erdbeben tut mir nichts, das ist schon mal praktisch. Vielleicht mehr Schaden? Nicht wirklich, gell? Spann dich mal. Was soll denn das? Ich glaube, ich habe echt die richtigen Klassen gewählt. Zumindest kommt es mir sehr stark so vor. Vierte. Das war also der böse, böse Troll. Du hast keinen Platz mehr. Ach, auf einmal. Du hast keinen Platz mehr. Passt noch rein, oder? Ach. Ist denn auf dem Klump wieder? Drei, vier. Na komm, wenn wir das alles ein bisschen zusammenbauen hier. Ja, da gibt es eine Aufräumfunktion. Ich weiß. So. Jetzt passt das Ding auch rein. Wundervoll. Sonst noch jemand? War's schon. Okay. War ja simpel. So, das heißt, ich muss zurück zu dem Typen, gell? Ja gut, dann machen wir es so, dass ich zurücklaufe zu dem Typen und dann treffen wir uns bei ihm in der nächsten Folge. Tschüss.